Hi Leute, ich bin's Albert von windowsarea.de und ab sofort werden wir jeden Monat drei besondere Apps aus dem Windows Store aussuchen und in einem Video präsentieren. Es mag zwar nicht alle offiziellen Apps wie Snapchat und Co. für Windows 10 Mobile geben, dafür aber viele unglaublich gute Anwendungen von anderen talentierten Entwicklern. Heute werfen wir einen Blick auf Matisse, Monument Browser und mTalk und es ist absolut reiner Zufall, dass alle mit M beginnen. Matisse ist eine Alternative zu Vinci oder Prisma, welche für Fotobearbeitung auf dem Smartphone einen etwas differenzierten Ansatz gewählt haben. Anstatt einfach einen Filter drüber zu klatschen und hoffen, dass das Bild danach besser aussieht, wird das Bild an einen Server hochgeladen, dort mit Hilfe künstlicher neuraler Netzwerke analysiert und bearbeitet und danach wieder an das Smartphone zurückgeschickt. Das Ganze dauert bei Matisse nur 2,5 Sekunden und das ist auch, was direkt beim Start der App mit der Inspiration gemeint ist, und zwar die Serververbindung. Ihr könnt in der App ein neues Foto aufnehmen oder eins aus der Galerie auswählen. Leider müssen die Bilder quadratisch sein, da andere Formate derzeit nicht unterstützt werden. Jetzt habt ihr die Qual der Wahl. Jeder der über 20 Effekte ist völlig unterschiedlich und mit dem passenden Bild kann Matisse wahre Kunstwerke erstellen. Für viele von euch ist es sicherlich eine interessante Möglichkeit, den eigenen Instagram-Fotos das gewisse Etwas zu verleihen. Oh, und wenn wir schon davon sprechen, könnt ihr euch direkt so ein Bild auf unserem Instagram-Account ansehen und uns auch gleich folgen, um auf gar keinen Fall Updates, Videos und natürlich unsere tollen Gewinnspiele zu verpassen. Matisse gibt es übrigens nicht nur für Windows 10 Mobile, sondern ihr könnt die App auch auf eurem Windows 10 PC, Laptop oder Tablet herunterladen und ausprobieren. Erfreulicherweise ist sie völlig kostenlos, nicht werbefinanziert und es gibt auch keine In-App-Käufe, mit denen ihr Effekte freischalten müsst. Es ist alles gratis. Den Link zur App inklusive weiteren Details findet ihr in der Videobeschreibung. Seht euch die App einfach mal an, wenn ihr gerne mal das eine oder andere Foto postet, ist für euch sicherlich was dabei. Kommen wir direkt zur zweiten App und diese nennt sich Monument Browser. Zugegeben, Webbrowser gibt es wie Sand am Meer. Und noch einen weiteren kann keiner gebrauchen. Außerdem ist im Windows Store der Großteil einfach Scheiße, aber der hier interessanterweise nicht. Erstmal funktioniert die App unglaublich gut unter Windows 10 Mobile und die Stabilität von Microsoft Edge ist ein Witz dagegen. Die App funktioniert auch auf günstiger Hardware sehr gut, hängt praktisch nie und kritische Bugs konnten wir bislang keine finden. Sie funktioniert echt zuverlässig und ist leicht zu bedienen. Macht also genau das, was ein Browser auch machen soll. Der Monument Browser wäre aber nicht hier, wenn er nicht ein paar praktische Zusatzfunktionen bieten würde. Es gibt einen integrierten Adblocker, er schont außerdem das Datenvolumen dank Komprimierung und er kann Downloads im Hintergrund durchführen. Das beste Feature ist allerdings der Fenstermodus, mit dem ihr zwei Browserfenster oder auch mehr gleichzeitig nutzen könnt. Das ist vor allem praktisch, wenn ihr Daten von einer Seite in ein Formular auf einer anderen Seite eintragen wollt, ohne andauernd die Tabs wechseln zu müssen. Das kann in manchen Situationen echt viel Zeit sparen. Aber ihr werdet da sicherlich schon einen anderen Zweck dafür finden. Der Monument Browser bietet ein echt gutes Gesamtpaket, weswegen ihr die App unbedingt mal ausprobieren solltet, wenn ihr einfach nach einem guten Browser für euer Smartphone sucht. Da es sich um eine Universal App handelt, funktioniert der Monument Browser auch auf eurem Windows 10 PC, Notebook oder Tablet. Aber er ist wirklich eher nur auf mobilen Geräten, wie eben Smartphones oder Tablets wirklich empfehlenswert. Ausprobieren solltet ihr die App aber auf jeden Fall, wenn ihr gerade einen guten Browser für Windows 10 Mobile oder für euer Windows 10 Tablet sucht. Die App ist nämlich kostenlos und es gibt einen Pro-Modus für 1,99 €, der dann die Synchronisation von Favoriten und Lesezeichen erlaubt. So. Die dritte und letzte App, die ich euch heute zeigen werde, die heißt mTalk. Das ist eine alternative App für TapperTalk und damit könnt ihr tausende Online-Foren auf eurem Smartphone aufrufen. Im Regelfall ist die App wesentlich besser als die mobile Website. Auch das windowsarea.de Forum ist damit bedienbar und ihr könnt dort eure Projekte vorstellen, Smartphones verkaufen, Hilfe finden und selbstverständlich anderen Nutzern helfen. Dank eines Fehlers bei der Implementierung in unserem Forum gibt die App zwar eine Fehlermeldung aus, aber keine Sorge, ein Beitrag, also eine Antwort, wird dennoch veröffentlicht. Wir werden aber daran arbeiten, den Fehler zu beseitigen. Das ist unsere Schuld. Sorry. Wenn ihr Mitglied unterschiedlicher Foren seid und am Smartphone auch gerne mitlesen wollt, dann ist mTalk als Alternative zu der offiziellen TapperTalk-App mit Sicherheit für euch interessant. Wie immer findet ihr den Link zum Download in der Beschreibung. Das waren auch schon unsere drei Top-Apps im September. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch ein Like stehen und vergesst nicht, uns auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube zu folgen, um immer auf dem Laufenden zu bleiben zu Windows 10, Windows 10 Mobile und allen wichtigen Dingen aus dem Microsoft-Ökosystem. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!